Herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Folge von Menschen bei Marc. Ich habe heute bei mir den Thilo Walter sitzen, auch genannt Don Pepe Ripero. Und der Thilo, man sieht ihm schon an, dass er besonders ist, der Thilo ist tatsächlich ein Schamane. Und jetzt bin ich, wenn ich Leute begegne, die aus der, ich nenne sie mal aus der spirituellen Szene bin, immer so ein bisschen vorsichtig und möchte erstmal abklopfen, weil ich viele erlebe, die einfach nur irgendwas nachquatschen, was sie irgendwo gehört haben und das als ihres ausgeben. Und wenn ich dann weiter nachhake und genauer ins Detail gehen möchte und nachfrage, dann kommt bei den meisten nichts mehr. Und wir hatten ein recht langes Vorgespräch und ich habe immer weiter nachgehakt und immer weiter nachgehakt und immer weiter nachgehakt und es kam immer noch was. Und das fand ich super spannend, weil hinter dem, was der Thilo erzählt, wirklich Substanz steckt. Und ich weiß jetzt schon, dass das, was jetzt dann kommt, einfach super spannend wird. Und ich freue mich schon seit Tagen auf das Interview. Herzlich willkommen, Thilo. Dankeschön. Danke für das Gespräch, Marc. Du bist ein Schamane. Mhm. Was ist ein Schamane? Also die weltliche Kurzform davon ist ein Mittler zwischen den Welten. Ein Mensch, der Lösungen zwischen, also für die Menschheit oder für die Menschheit im Zusammenhang mit dem Leben auf der Erde, für Gesundheit, für alles Mögliche, dadurch die Lösungen findet, indem dass er mit der geistigen Welt kommuniziert und dort nachhakt, was da los ist. Im Grunde genommen, genau, das ist, also er vermittelt quasi Mensch und Natur. Bei Heilungen auch, was braucht der Mensch, um gesund zu werden, ermittelt das alles. Und das mit Hilfe der geistigen Welt. Jetzt werden sich viele Leute erstmal fragen, okay, was redet der da, geistige Welt? Kannst du irgendwie beschreiben, was ist die geistige Welt? Ja, was ist die geistige Welt? Es ist quasi eine Parallelwelt, die mit unserer Welt sehr eng verknüpft ist. Es gibt eine Zwischenwelt noch, das ist wie ein Membran und dann kommt die Welt der Geister, wie man so schön sagt. Und wenn jetzt jemand, also ich schätze mal einfach mal 90% der Zuschauer, die jetzt gerade überhaupt keinen Zugang zu dem haben, was du sagst, weil sie sagen, ja keine Ahnung, Zwischenwelt, Geisterwelt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie ist es bei dir entstanden? Wie hast du angefangen, diese, ich sag mal, diese Welten, diese verschiedenen zu erleben? Ich bin in einer sehr dafür ausgelegten Familie groß geworden, würde ich mal so sagen. Und meine ersten Begegnungen mit Geistern fanden eigentlich im Alter von 3 Jahren schon statt. Und ja, es ist jetzt etwas schwer zu beschreiben, wenn man damit schon groß geworden ist, wenn das alles so normal für einen letztendlich von Anfang an ist. Ja, wie kann man das beschreiben für jemanden, der es noch nicht erlebt hat? Es ist so, wir können es mit Leben und Tod vergleichen. Ne? Wir sind hier auf der einen Seite die Lebenden und auf der anderen Seite die Toten. Der Tod ist nicht das Gegenteil von Leben, sondern nur das Gegenteil von Geburt. So, es geht dann auf die andere Seite über und dort ist auch eine Form des Lebens als Geist möglich. Ne? So könnte man es vielleicht sagen. Wie wird man zum Schamanen? Im klassischen Sinne wird man als dieser geboren. Also es kann auch in einem Leben selber passieren, dass man initiiert wird durch eine Nahtoderfahrung, die eigentlich einen Tod symbolisiert und eine Reinkarnation in den eigenen Körper ermöglicht. Oder man hat diese Schritte schon im vorigen Leben durchgemacht und wird dann eben von Geburt an schon damit verbunden sein. Und wie war das bei dir? Wie war dein Weg dahin, dass du heute sagst, du bist Schamane? Also gewusst habe ich es eigentlich als Kind schon, nur die Definition Schamane nicht, weil, wie gesagt, das war relativ normal alles. Es war ein Erinnerungsprozess, würde ich sagen. Als Kind war mir das alles sehr bewusst und mit Pubertät und dergleichen habe ich mich etwas wieder verloren darin und dann wieder gefunden. Da wurde ich dann durch ein paar Menschen da wieder rangeführt an das ganze Thema. Es hat angefangen mit einem, der mich begleitet hat, der mich mit autogenem Training und solchen Dingen und in die Natur geführt hat wieder und der Natur was zurückgeben gelehrt hat.
letztendlich, also wieder tiefer mit der Natur verbunden hat und uns da auch trainiert hat. Das war mit circa 12 Jahren. Dann kamen ein paar Eingebungen, die dann später eigentlich auch für mein Leben bestimmend waren. Teilweise sogar, also es war auch im Alter von 12 Jahren, wurden mir ein paar Meister quasi schon vorgestellt, denen ich begegnen werde im Leben. Der eine trat dann so mit 17 ungefähr zu mir und der andere 22 Jahre später, nachdem er sich mir gezeigt hat. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass du, ich nenne es mal, in der Kindheit eine Art Zugang hattest und dann in Pubertät, im Älterwerden ist das Ganze ein bisschen verwaschen und dann wurdest du gewissermaßen zurückgeführt. Und ich höre in Gesprächen mit Leuten ganz oft raus, also gerade wenn man in Runden sitzt, wo immer wie du dabei bist und das Thema dann auf solche Themen fällt, dass viele sagen, ja, wo ich klein war, da habe ich auch so eine Art Zugang gehabt. Habe aber dann gesagt, das ist Quatsch, und dann war es vorbei und seitdem habe ich es weg. Findest du viele Leute, denen es so geht? Definitiv, ja. Und darin liegt auch heutzutage ein großer Teil meiner Arbeit, diese Menschen zu sich zurückzuführen. Wieder in die Verbindung mit der Natur und letztlich auch in die Verbindung mit sich selbst, mit der eigenen Seele. Wie ist das... Wie hat sich dein Reifeprozess, ich nenne es mal Reifeprozess, vom damals 12-jährigen Thilo, der dann seine ersten, ich nenne es mal Ausbildungen bekommen hat, zu heute entwickelt? Wie war dein Weg? Also, ich war 12, dann hat sich mir der eine gezeigt, mich ein Stück begleitet, dann wurde ich quasi wieder mit dem stehen gelassen und bin meine eigenen Schritte gegangen. Und wurde dann rangeführt auch an, also durch Träume, Visionen, an frühere Leben, die mich dann später zu den Azteken gebracht haben. Und da wurde ich ein Stück weit begleitet und von den Azteken ging es dann weiter, quasi zu dem letzten der Wesen, die mir dann begegnet sind, um mich weiter zu begleiten auf dem Weg. So, das, wo ich gemeint habe, mit 22 Jahren nach dem Impuls. Das ist ein langer Weg. Ich war jetzt, ja, ich bin aktiv, also mit den Azteken jetzt seit circa 16, 17 Jahren in Verbindung. Und es war eine sehr tiefe Selbstfindung, wo ich sehr viel über mich selbst erfahren durfte und Brüder und Schwestern wiedersehen durfte. Ja, und parallel dazu haben sich einige mir gezeigt, die mich begleitet haben, mich den inneren Frieden gelehrt haben. Das war sehr wichtig auf diesem Weg. Also ich bin einen Parallelweg gegangen. Es gibt oft das, dass man sagt, es gibt Krieger, Heiler, verschiedene Arten von Schamanen. Und bei den Azteken war es für mich klar, dass es der kriegerische Aspekt ist. Azteken sind auch Krieger in dem Sinn, dass ihre Tänze ein Kampf gegen sich selbst ist quasi, womit sie eine große Energie freisetzen für Mutter Erde. Und parallel dazu, als ich den Weg gegangen bin, wurde ich auch von einem peruanischen Schamanen begleitet, der mich eben dann immer wieder zum inneren Frieden geführt hat. Das sehr wichtig war in dieser Kombination. Weil wenn man erst mit seiner Kraft wieder in Berührung kommt, dann muss man lernen, mit ihr behutsam umzugehen. Das ist sehr wichtig auf dem Weg. Sie muss ja auch einem guten Zweck dienen letztendlich oder für mein Verständnis auf jeden Fall. Weil du gerade die Azteken ansprichst, du reist da, wenn ich recht informiert bin, nach Mexiko und dort im südamerikanischen Raum, da ist es gar nicht so selten, dass man hier bei uns mal eine Dokumentation sieht oder einen Beitrag liest über die zum Beispiel die südamerikanischen Schamanen. Das ist ja, diese Kultur ist dort ja nochmal ganz anders verhaftet wie jetzt bei uns hier im Westen. Ist das richtig so? Also sie wachsen auch eher damit auf. Sie sind eher im Herzen und wir im Westen sind eher im Kopf. Also man sagt auch, das Herz der Erde liegt in der Wüste von Mexiko und Europa ist quasi der Kopf, der Geist der Erde. Ja. Also deshalb sind wir auch sehr strukturiert, sehr planfreudig in unserem Tun, in unserem Handeln, wenn wir etwas angehen, wo man in Südamerika, Mittelamerika es oft
erlebt, dass man einfach in den Tag hineinlebt. Das ist eine auch sehr große Qualität und das auf sich zukommen lässt, alles, wie es gerade kommt. Mhm. Ja. Ja, im Vertrauen ist. Ja. Und wenn du da runterreist, du hast da quasi da unten Verbindungen zu den lokalen Schamanen. Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du fährst dort runter und dort gibt es dann vielleicht Runden oder Treffen oder sowas. Wie sieht das Ganze konkret aus? Was erlebst du dort? Was erlebe ich dort? Ich fahre runter, treffe meine Freunde, meine Brüder und Schwestern und wir zelebrieren dort. Wir lernen dort, wir fahren in die Universität quasi, das ist ein heiliger Ort. Den sagen sie immer Universität, von diesem Ort lernen sie, von dem Geist, der vor Ort präsent ist, lernen sie viel. Ja, wir lernen für uns, wir lernen, wie wir mit dem, was wir wissen, dann umgehen können, wofür wir dienen. Wir sind ja Diener in dem Sinn, also ein Schamane dient letzten Endes einer Kraft, die fürs große Ganze steht letztendlich, ne? Für die Harmonie. Er ist auch immer der ausgleichende Part, darum Mittler zwischen den Welten, der vermittelt, er schaut, dass eine Balance entsteht wieder. Mhm. Ja, und das lernen wir, wir zelebrieren. Ich war in Mexiko unten und dann waren wir dort bei meinen aztekischen Brüdern, sie haben eine Tanzveranstaltung gemacht. Und dann hat er mich gleich mit in den Kreis geholt und gesagt, so, heute ist Mittanzen angesagt und dann haben wir getanzt. Mhm. Ja, 3-4 Stunden durchgetanzt. Ich bin da noch nicht so geübt drin, aber es war sehr schön, sehr herausfordernd, auch das zu sehen, welche Kräfte es in einem selber freisetzt. Und das Ganze für Mutter Erde halt, ne? Für uns alle letztendlich. Es kommt auf uns alle wieder zurück. Genau, ich lerne sehr viel dort. Jetzt erlebe ich in letzter Zeit, wenn ich mich so umschaue in den Orten, dann gibt es gerade eine Art, ich nenne es mal eine Ausbreitung von Schamanen. Das heißt, mittlerweile in jedem Ort, wo ich gucke, gibt es irgendwo im Ort einen Schamanen oder Schamanen. Und wenn ich dann nachhake, wo die herkommen, dann höre ich auch oft, dass die eine, ich weiß nicht, so, ich nenne es mal ganz frech, so einen Wochenkurs gemacht haben, 7 Tage zum Schamanen und dann rausgehen und sagen, ich bin Schamane. Und da frage ich mich, wo beginnt für dich ein echter Schamane? Und wie unterscheidest du oder unterscheidest du überhaupt zwischen jemandem, der quasi einen Wochenkurs gemacht hat und jemand, der für dich wirklich Schamane ist? Es ist immer eine Gratwanderung, das zu beurteilen auf einer gewissen Weise. Ich mache selbst die Erfahrung, ich biete auch selbst Ausbildungen an. Bei mir gibt es kein Diplom. Das habe ich von meinen Schamanenfreunden gelernt. Die können teilweise nicht mal lesen und schreiben. Mhm. Es ist schwierig, wie gesagt, das zu beurteilen. Das kann ich dann feststellen, wenn ich dem Menschen begegne, was das Seelengefäß letztendlich ist. Mhm. Und dann sehe ich, inwieweit er dann wirklich selbstständig auch als Schamane agiert irgendwann mal. Also ich sehe quasi das, was vielleicht er selber noch gar nicht sieht und versuche das ihm wieder in sein Bewusstsein zu holen. Mhm. In der Regel ist es so, gerade bei den Heilern, die ich kennenlerne, in sämtlichen Kulturen, auch wenn man jetzt bei uns in unserer alten Geschichte bei den Druiden schaut, findet eine schamanische Ausbildung statt. Oft als Kind beginnt das Ganze schon. Sie werden begleitet von den Ältesten oder ein Schamane, der eben schon anerkannt wurde vom Stamm her, von den Geistern her. Das spielt da eine sehr große Rolle. Und diese Ausbildungen, die dauern 20, 25, bei den Druiden waren es 27 Jahre, die sehr viel mit sich bringen, allein leben im Wald, wirklich mit der Natur eins werden, durch die Geister die heiligen Kräuter kennenlernen, nicht aus einem Buch und so. Ne? Mhm. Also all diese Fähigkeiten, sich wirklich zu öffnen dafür und Ängste zu überwinden und so weiter und so fort. Mhm. Und man bekommt es letztendlich nicht von jemandem gelehrt, das ganze Wissen, sondern von den Geistern selber, von dem Meister. In meinem Fall ist der Meister der Hirsch und das Feuer, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und genau. Mhm. Und man lernt nie aus. Es ist sehr schwierig. Also ich kann sagen, gut, ich bin Schamane, aber das ist nichts, worauf ich mich ausruhen kann, weil jeder Mensch, der zu mir kommt, ist eine neue Herausforderung.
woran ich selber wachse und lerne und immer wieder neu in mein Vertrauen gehen darf und dass ich diese Prüfung auch bestehe, letzten Endes. Jetzt hast du gerade Druiden angesprochen. Ja. Und so, wenn ich überlege, mein allererster Eindruck von, ich nenne es mal Mittler zwischen den Welten, war aus Asterix und Obelix, der Miraculix, glaube ich, hieß er, der Zaubertränke gemacht hat und der da halt der Druide war. Und der war halt einfach ein völlig normaler Bestandteil vom gallischen Dorf. Und im Endeffekt ist es ja quasi, wenn man so möchte, ein Schamane, um es mal so auszudrücken. Ist das richtig? Das ist durchaus richtig. Also ein Schamane ist heute ein weltlicher Überbegriff für den, der das Wissen hat. Das ist jetzt zum Beispiel im Stamm der Wirarika, der Marakame ist, bei anderen ist es der Curandero, der Heiler und so weiter und so fort. Da gibt es tausende Begriffe, man kann in vielen Kulturen schauen, sie haben alle andere Namen dafür, man hat einen gewählt, um dieses große Spektrum irgendwie in eine Schublade zu packen, dass man eine Grundvorstellung hat von dem Ganzen. Druide sind die Schamanen unseres Landes gewesen und sind sie immer noch, es gibt noch welche, die damit verwurzelt sind. Kannst du was über die, ich nenne sie mal, Druiden der heutigen Zeit erzählen? Ich habe einmal einen Externstein, einen kennengelernt, den fand ich sehr authentisch. Der hat im Wald gelebt und war Hüter des Platzes, dieses heiligen Ortes, für eine gewisse Zeit, für, ich schätze mal, 2,5, 3 Jahre hat er gemeint. Dann ist er weitergezogen, war seine Bestimmung dort erfüllt. Und er hat diese Geheimnisse kennengelernt von diesem Ort und mit ihm stand ich in einer guten Verbindung. Er hat mich sehr viel gelehrt, was er an Zauberei beherrscht. Der war ein Zwischending zwischen einem Druiden, also zwischen einem Druiden und einem Hexer, würde ich fast sagen. Er hat sehr viele Aspekte aus der Hexerei mit in seiner Arbeit drin gehabt. Fand ich sehr spannend. Er hatte eine wunderbare Kommunikation mit den Geistern. Und auch dies hat er eben dadurch erfahren, dass er wirklich draußen im Wald gelebt hat. Das muss ich da kurz einhaken. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, dass gerade ein Haufen Leute da quasi vom Bildschirm sitzen und sagen, Geister, Hexerei, Zauberei, Druiden, was soll der Scheiß? Und im Endeffekt, ich könnte jetzt natürlich fragen, was ist das und wie definiert sich das? Du könntest bestimmt 2 Stunden lang beschreiben, wie das ist und wie es sich definiert und wie man Zugang dazu bekommt. Aber ich möchte es mit einer Frage kurz machen. Wenn jemand neugierig ist auf diese Themen und sagt, ich möchte wissen, ob das, was er sagt, Substanz hat, ich möchte das selbst erfahren, ob das auch für meine Realität Substanz hat, wie kann der Geister, Hexerei, Zauberei erfahren am eigenen Leib? Sich dem Ganzen öffnen, vielleicht mal an einer Zeremonie teilnehmen, sich auf gewisse Dinge einlassen, in die Natur zu gehen, draußen zu schlafen, die Magie zuzulassen, die eigentlich überall ist in dieser Welt. Geht es auch bei dir, beziehungsweise hast du ein Angebot für Menschen, die sagen, sie möchten sowas erleben, sie möchten das prüfen gewissermaßen für sich und möchten dann Zugang finden? Machst du sowas? Ich biete diverse Zeremonien an, Feuerzeremonien, wo wir in meinem Tipi dann machen, letzten Endes. Auch in meiner schamanischen Ausbildung habe ich mich darauf spezialisiert oder ich möchte es so vermitteln, dass wir viel an Kraftorte gehen, draußen schlafen, auch draußen Feuer machen. Ja, auch eine spannende Erfahrung, wirklich mit den essentiellen Tieren und alles im Wald zu leben. Die Wildschweine um die Ecke kommen, was macht's mit mir? Ne? Es ist sehr spannend, diese Ängste zu überwinden und zu sehen, man lebt danach noch so und man wächst darin. Also ich versuche das hautnah den Menschen so gut wie möglich erfahrbar zu machen. Ja. Ich habe mich deiner Vorbereitung viel mit der Frage gequält, wie kann ich eine Brücke bauen zwischen diesem sehr, sehr, wie soll ich es nennen? Ich nenne es mal spirituellen Thema, das für viele Leute ganz fremd ist, und einfach den normalen, ich nenne es normaler Bürger, weil für viele Leute sind diese Begriffe ja völlig abseits von, also Filminhalte, sonst nichts. Und ich glaube, die Antwort, die ich für mich gefunden habe, wie ich das hinbekommen kann, ist es zu sagen, ich lasse dich einfach genauso erklären, wie es für dich ist. Und jeder, der es für sich prüfen möchte, soll zu dir kommen und mit dir irgendwas machen und dann selbst mal reinspüren, was er für sich bekommt. Würdest du das so unterstützen oder wie ist da deine Perspektive? Eigentlich kann jeder kommen. Ne? Und ich meine, wir haben heute eine andere Zeit, in der wir leben, aber das heißt nicht, dass unser spiritueller Zugang komplett abgeschnitten ist.
wer den Ruf verspürt, ist immer gut zu kommen und das einfach für sich zu erfahren. Und egal, was er erfährt, das wird einen irgendwie weiterbringen letztendlich. Ja. Man kann nicht sagen, wir treffen uns heute hier, machen das und das und es wird genau diese Erfahrung für dich sein, weil das wird die Erfahrung für dich sein, die für dich wichtig ist letzten Endes und nicht die, die ich bestimme, weil wir bestimmen nichts. Ja. Das ist das Schöne daran auch. Ja. Ich habe schon rausgehört, dass der Zugang zu diesen Geschichten sehr viel mit Loslassen zu tun hat in den Gesprächen mit dir. Und das ist ja was, was unserer kognitiven Kultur auch sehr widerspricht. Mhm. Also wir hätten, also wenn ich mit Leuten über sowas spreche, dann ich gehöre dazu, hätte gerne so einen Schritt-für-Schritt-Plan. So Schritt 1 macht das, Schritt 2 macht das und dann hast du Erfahrung X, damit ich sozusagen steuern kann, wie das funktioniert. Und es ist aber tatsächlich ein Loslassprozess, ist das richtig? Genau. Ich sage immer, wo eine Erwartung, da eine Enttäuschung. Das ist ganz wichtig dabei, weil wir immer Wunschvorstellungen folgen. Es ist gut, einfach zum einen von der Erwartung loszulassen. Es geht um Offensein, ne? Letzten Endes. Wir können nichts erzwingen, gerade nicht bei der geistigen Welt. Bis zu einem gewissen Teil hat unsere mentale Kraft schon die Möglichkeit, unsere Willensstärke zu agieren. Ich finde das ganz schön, mein aztekischer Freund, ein Medizinmann, der hat gesagt, Willensstärke ist die schwächste Kraft im Schamanentum. Ich habe viele Jahre mit Willensstärke gearbeitet, tatsächlich, und ich habe irgendwann mal auch davon loslassen dürfen, weil es sehr energieaufwendig ist und im Endeffekt der Plan nicht ganz aufgeht, die Rechnung nicht ganz aufgeht am Ende, was einen erwartet. Was sind andere Kräfte neben Willensstärke? Die Herzenskraft. Also die Liebe letztendlich. Das, da sage ich jetzt persönlich, da steckt unsere wahre schamanische Fähigkeit drin, unsere wahre schamanische Größe oder unsere Seele letztendlich. Das Herz wird als Wohnort der Seele auch gesehen. Und deshalb öffnen, wir müssen unser Herz öffnen. Wir dürfen frei sein von Erwartungen. Und oft ist das, was wir wollen, nicht das, was gut für uns ist. Das muss uns von Anfang an klar sein. Und wenn wir da offen sind, die Erwartungen loslassen, dann kann alles passieren. Wenn ich jetzt jemand bin, der einem, ich sag mal, 9-to-5-Job nachgeht und aber in mir die Sehnsucht spüre, Zugang zu meiner eigenen Spiritualität zu bekommen, ich nenne es mal meine Anwendung, was kann ich denn da tun? In deinem Leben oder? Also allgemein. Jemand, der einfach ich stelle mir gerade jemanden vor, der vielleicht einen Bürojob hat, der morgens um 7 aufsteht, dann bis abends um 6 arbeitet zum Beispiel und der aber in seinem Alltag, vielleicht eben auch neben Familie, neben all dem, was so kommt, irgendwo eine Sehnsucht hat. Was kann der tun? Er kann sich mit verschiedenen Techniken, die heutzutage existieren, beschäftigen. Also sie existieren nicht nur heutzutage, aber die sehr wieder ins Leben der Menschen gerufen wurden. Sei es Buddhismus mit Meditieren. Man spürt irgendwo, die Kultur zieht mich an und da gehe ich ein Stück rein. Und dann wird man seine Erfahrungen auch da sammeln. Man kann natürlich gleich irgendwie zum Schamanen, zu mir zum Beispiel kommen und dort eine Erfahrung machen. Ich habe lustigerweise in meinen schamanischen Abenden, das sind kleine Zeremonien, in denen ich den Menschen wieder das Beten nahelege letztendlich. Also es ist eine herzöffnende Zeremonie, auch wo Heilung stattfindet, wo Reinigung, Segnung dergleichen stattfindet. Ich finde das total schön, weil ich habe dort überraschenderweise auch Leute von der Bereitschaftspolizei sitzen, also wo ich anfangs noch so, wow, erst später erfahren habe. Ich finde das eine ganz große Sache und ich merke einfach, immer mehr ist in allen Schichten dieses Bedürfnis danach ist da. Ja. Und gerade die kommen auch immer wieder. Ja. Das finde ich sehr spannend. Und es gibt ihnen was und Schritt für Schritt nehmen sie immer wieder was mit nach Hause und wachsen darin und integrieren es immer mehr in ihr Leben. Ja. Das ist auch einer der Kerngründe, warum ich dich hier eingeladen habe. Und ich habe bisher niemanden eingeladen, beziehungsweise einen Schüler von dir, den Marcel, der war dabei. Wir haben auch ein bisschen über Spiritualität gesprochen, aber sonst ist noch keiner aus dieser extremen spirituellen Richtung dabei, der nicht sehr bodenständig wäre, weil ich spüre bei den Leuten eine Sehnsucht. Ja, eine Sehnsucht nach genau dem, was du beschreibst, nach diesem Zugang.
Und ich glaube, dass das, wie du sagst, wie soll ich sagen, ein Trend, ja, eine Richtung ist, die jetzt gerade völlig am Aufblühen ist. Was ich bei dir noch voll spannend finde, ist, du bist ja auch Handwerker. Du bist ja gelernter Silberschmied. Ich bin gelernter Silberschmied. Und du hast auch heute ein paar Sachen mitgebracht, die du gebaut hast, selbst gebaut hast. Und der hat mir vorhin schon gezeigt und ich dachte mir, boah, ist ja richtig geil. Was soll man denn zuerst herzeigen? Das liegt alles gerade hinter mir. Immer, wir hatten das Thema Droiden, dann können wir gerne, ja, entweder die Sichel oder die Pfeife. Das Die ist Sichel schön. ist der Hammer. Ja. Die ist hier in der Packung, ne? Genau. Ja, ich freue mich, das Ding ist super. Hier. Ja, danke schön. Also ich fertige die Dinge mit einem gewissen Hintergrund an auch. Wir kennen das von, du hast es ja angesprochen, Miraculix. Hier ist es. Eine Silbersichel, 9,35er massiv, handgeschmiedet, ziemlich scharf. Man kann den Fingernagel ritzen damit. Eine Eichenknolle. Das ist der vollendete Heilungsprozess eines Baumes. Und sie war den Druiden vorbehalten, diese Knolle. Also man nennt sie auch Schlangeneier. Da gibt es eine große Geschichte darum. Das, was es auch beinhaltet, warum die Druiden Gold, Silber etc. genommen haben oder Kupfer, heißt, Eisen vertreibt die Geister. Ne? Und aus dem Grund haben sie Edelmetalle oder Halbedelmetalle verwendet, um ihre Kräuter zu schneiden, weil der Schamane, der Kräuterkenner, arbeitet mit dem Geist der Pflanze vorrangig, nicht mit den Inhaltsstoffen. Und diesen Geist zu erhalten bei seiner Arbeit, auch gerade bei der Kräuterernte, ist essentiell für die Heilwirkung, die dann daraufhin stattfinden kann. Und deshalb habe ich diese Sichel geschmiedet, voller Freude. Ich mache auch Kupfermesser und solche Dinge. Ne? Diese Sichel spürt sich auch ganz wahnsinnig. Also die, Die ist es sehr fühlt sich klasse. toll an, die in der Hand zu halten. Die liegt auch gut. Ja. Tick, tick, tick. Magst du? Danke. Dann, was ich noch vorführen möchte, was eher in die, ich nenne es mal, Kunsthandwerker-Richtung geht, ist das hier. Ich halte es mal in die Kamera, damit man die Konturen gut sehen kann. Und zwar gehört zu den Dingen, die ich als einfach als sehr schick bezeichnen würde. Schön fein gearbeitet. Auch von dir, schon ein paar Jahre alt. Das ist eins meiner ersten Palo Santo-Amulette, das heilige Holz aus Peru mit einem Nu-Umid, Schlangenunendlichkeit, Mini-Traumfänger und ein Sonnensymbol darunter gesetzt. Ich fertige Amulette entweder aus Holz oder aus Silber oder kombiniert Holz-Silber mit Knochenteilen von Tieren, Zähne, Krallen etc., je nach dem Mensch. Für den Menschen an, auch wieder indem, dass ich die Geister befrage etc. Also spezielle Schutzamulette, die sie begleiten auf ihrem Weg und ihnen helfen können, zu sich zu kommen. Genau, fertige ich an. Und das ist mein persönliches letztendlich, das habe ich im Jahr 2005, glaube ich, gemacht. 11 Jahre alt. Ja. Noch gut in Schuss. Ja, es hält sich. Ne? Ja. Ich versuche die Dinge so zu kreieren oder dass sie ein Leben lang oder noch länger halten. Na, mit allem, was ich mache, möchte ich die lebenslange Garantie irgendwie wahren. Außer man geht jetzt wirklich schäbig damit um, dann na, draufsetzen sollte man sich nicht und solche Dinge. Es ist rein naturell, na, die Fassung ist sehr, sehr eng, es ist nichts geklebt. Das Einzige, was ich hier zum Ausfugen verwendet habe, damals, das war Bienenwachs. Ich möchte immer sehr im Einklang mit der Natur arbeiten und vor allem, was für meine Arbeit sehr wichtig ist, ist die Arbeit auch mit dem geringstmöglichen Maschineneinsatz, weil ich gemerkt habe, dass auch Maschinen Lärm und dieses Schnell-Schnell sich weniger positiv auf die Geister in den Objekten auswirkt. Okay. Weil alles, was einen Körper hat, hat auch einen Geist. Ja, Und okay. dann geht es, das zu erhalten. Also nicht mehr nur den Nutzen darin zu sehen, in dem Ganzen, ne? Nicht nur Küchenmesser zum Würstel schneiden, sondern. Eine Sache möchte ich noch präsentieren,
Und ihr seht in meinem Lächeln schon die Vorfreude, weil ich es so cool finde, diesen Gegenstand. Und zwar, eine deiner Stärken ist es auch, Pfeifen zu bauen, richtig? Genau. Und das hier ist so eines dieser Objekte. Da wären wir wieder bei den Druiden. Das ist die druidische heilige Pfeife. Mhm. Aus einer Baumknolle wieder, eine Buche ist es gewesen. Man kann die schön hinstellen hier. Jetzt bin ich mal kurz der Tisch. Genau, auch wieder handgeschnitzt, ja. Natürlich, ohne Maschine, eingelassen mit wunderbaren ökologischen Dingen. Mhm. Daher habe ich meinen Namen bekommen auf einer Zeremonie für mexikanischen Schamanen, hat mich ein Freund, also Pipi Ripero genannt, das ist ein Musiker auch, der hat ein Lied dann für mich gemacht, das war eine sehr große Ehre. Und es bedeutet, der die Pfeifen bringt oder der die Pfeifen macht. Ja, stark. Dann möchte ich den Abschluss finden. Also erstmal, es ist super interessant. Und man kann bei dir auch, wie soll ich sagen, Werkstücke bestellen oder kaufen. Mhm. Ich werde die Kontaktdaten und auch den Zugang zu seiner Seite und seine Nummer und so weiter in die Beschreibung unterlegen. Das heißt, man kann auf dich zukommen, kann mal so einen Zeremonieabend buchen, kann mal zu so einem schamanischen Infoabend, nenn ich es mal, vorbeikommen und da einfach mal zum ersten Schritt eine Art Zugang finden zu dem, was du tust. Mhm. Und ja, ich möchte vielen Dank sagen für deine Zeit und für das, was du gesagt hast. Und ich wäre sehr gespannt, in den Kommentaren zu hören, was ihr über das, was wir gesprochen haben, denkt und was vor allem eure Fragen dazu sind. Vielleicht machen wir eines Tages mal einen zweiten Teil dazu, wenn viele Fragen aufkommen. Weil es ist ja ein sehr spannendes Thema und bestimmt scheiden sich da die Geister und ich die Geister, wenn wir schon dabei sind. Und ich bin gespannt, auf welche Art und Weise das passiert. Hm. Möchtest du noch ein Schlusswort an die Leute richten? Zu meinem Laden möchte ich noch kurz was sagen. Bitte. Und zwar, also ich habe zum einen das, was ich selber produziere und zum anderen handle ich auch mit Wert, also mit Kraftgegenständen von den Schamanen zum Beispiel aus Mexiko. Und da möchte ich einfach unterstreichen, dass es für mich wichtig war, wo überhaupt dieser Weg hingeführt hat, dass ich mich dazu entschieden habe, damit zu handeln, diese Menschen vor Ort direkt zu unterstützen. Weil wir kriegen viele in den Läden, Räucherharze etc. Es hängen immer ganze Ketten daran, die sich bereichern. Ich habe die Armut in den Ländern gesehen. Und ich habe mich eben entschieden, ich kaufe dort vor Ort genau die Original-Dinge, die sie haben, direkt von den Menschen dort. Und man unterstützt quasi direkt die Menschen dort. Da bin ich so eigentlich der einzige Zwischenhändler. Schön. Gut. Ich fahre in die Länder und kaufe dort direkt vor Ort die Sachen ein. Das sind immer große Reisen. Mhm. Und das ist für mich in der energetischen Arbeit auch sehr wichtig, dass wir uns sicher sein können, was wir kaufen, dass da keine Kinderarbeit und irgendeine Form von Versklaven, weil diese Energie ist in diesen Objekten mit drin und da kann man nicht sauber arbeiten, meines Erachtens. Damit. Mhm. Das dürfen wir nicht ausblenden, wenn wir bewusst arbeiten möchten. Ja. Das war eins meiner großen Kriterien. Ja. Genau, dankeschön. Da kommt einer meiner Lieblingssätze zum Tragen. Wenn wir einen sehr günstigen Preis bezahlen, bezahlen wir andersrum trotzdem einen sehr hohen Preis. Und manchmal ist der Preis, den wir danach zahlen, viel teurer als der Preis, den wir so zahlen würden, wenn wir gleich in Anführungszeichen das Richtige nehmen würden. Mhm. Gut, danke dir, Thilo. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.